In dieser Folge gibt es keine Ausreden mehr. Unser Team wird komplett rundum erneuert. Ihr sitzt im Hintergrund und wir werden einfach von Anfang bis Ende eine komplett andere Mannschaft aufstellen. Das ist unser Team im Hintergrund, Etihad Stadium, und die Mannschaft soll jetzt hier alles richten. Gespielt wird auf Ultimativ, dass ihr mir das Ganze auch glaubt. Der CPU ist komplett auf 50, also alles normal. Wir haben beim Tempo 1-1, das habe ich die letzten Episoden so. Ultimativ, City gegen Düsseldorf, wir in Rot, City also in Blau und Weiß, und wir müssen alles reinwerfen. 4 Auswärtstore aus dem Hinspiel müssen wir hier mindestens wieder egalisieren. Von daher heißt es von vornherein Vollgas-Fußball. Und wir sehen die Highlights. Let's go jetzt! Das Spiel startet jetzt. City hat natürlich absolut alles in der eigenen Hand und wir müssen von vornherein Vollgas-Fußball geben. Das Team darf sich beweisen. Die B-Mannschaft ist auf dem Platz. Abgesehen von Alban Lafont ist keiner mehr übrig geblieben. Auch Nakanji ist natürlich zurück. Elvedi genauso. Die haben ja die letzten Spiele auch nicht gespielt. Wir müssen in die Zweikämpfe, wir müssen alles reinwerfen und müssen mindestens mal ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. Gleichzeitig dazu natürlich auch kein einziges kassieren. Und ob das gelingt, das sehen wir jetzt. Die erste Chance gehört City. Alba! Nee. Nee. Nein. 6. Minute. Wir brauchen 5 Tore. Weil was der Alban Lafont hier macht, eine Riesenfrechheit ist. Guckt euch dieses Tor bitte nochmal an. Die Flanke von Sterling. Auch das war schlecht erstmal. Da muss der Lafont hin. Macht er nicht. Das Tor ist da. Jetzt heißt es 5 Tore. Das ist natürlich auch mal noch viel, viel schlimmer. Vielleicht jetzt erste Annäherung. Fatih für Silas. Silas, Silas, Silas. Und dann ist es Ederson. Erste Großchance für uns im Spiel. Wieder nächstes gutes Ding. Das ist Fatih und der Ball am Tor vorbei. 20. Minute, wir sind gut drin. Ja, klar ist, 5 Tore sind eigentlich ziemlich unrealistisch, aber trotzdem, wir spielen komplett offensiv, wir gehen direkt einfach mit einer Dreierkette rein ins Spiel und wollen halt einfach City vor Probleme stellen. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Das ist das einzige Ziel, das wir haben, und im Endeffekt ist klar, wir werden ausscheiden, aber selbst wenn, wir müssen einfach gucken, dass man hier das Beste noch rausholt. City vor Probleme stellen und selber einfach einen ganz vernünftigen Abschied aus der Champions League finden. Wir finden leider gar nicht mehr rein, also City macht das jetzt so abgezockt und so abgeklärt, wir kommen auch fast gar nicht mehr den Ball. Jetzt vielleicht mal hier eine Möglichkeit. Johannes Eggestein gegen Richarlison. Dann hat er natürlich auch das Tempo. Hat er auch die Idee, die Übersicht? Nein, also war auch ein bisschen zu hektisch. City macht das jetzt gut. Also die werden das niemals mehr aus der Hand geben. Vielleicht verlieren sie das Spiel, weil sie halt einfach auch Gegentore kassieren dürften. Aber trotzdem, wir haben jetzt so viele Chancen in letzter Zeit gehabt vorne, dass die hier nicht selber schon getroffen haben. Das grenzt ehrlich gesagt auch an Wunder. Jetzt vielleicht mal die erste Chance für uns nach dieser Anfangschance. Das ist Ansu Fati gegen Ederson. Und das ist ein Foul und das ahndet der Schiedsrichter. Das ist eine rote Karte für Cancelo. Keine Ahnung warum. Gucken wir nochmal drauf. Für mich war das eigentlich Ball gespielt. Okay, er trifft auch ein bisschen den Gegner. Das gibt also 11 Meter und dann versuchen wir den natürlich reinzumachen. Ansu Fati steht also bereit. Der Ball soll oben in den Knick gegen Ederson. Fati und Ederson ist da. Ja, und das sinnbildlich dafür. Also, jetzt habe ich es schon ganz gut hinbekommen, den Ball in die Ecke zu drücken. Und dann ist der Keeper da, Elvedi, Pfosten, und jetzt ist er drin, jetzt ist er drin. Komm schon, 45 plus 4. Ein Eckballtor, ein Eckballtor. Es passieren noch Wunder. Wir also in Unterzahl, 1-1 steht es zur Pause. Wir haben das erste Mal gewechselt. Silas bleibt draußen, dafür jetzt neu im Spiel. Mason Greenwood vorne für die Offensive. Im Endeffekt ist es wirklich egal, wie es jetzt hier ausgeht. Wir müssen einfach laufen, wir müssen viel mehr laufen natürlich als City, die sich hauptsächlich in der Defensive aufhalten. Ansu Fati, wir machen das aber gar nicht mal so verkehrt. Mason Greenwood hat jetzt hier vielleicht die nächste Idee, aber dann dauert es auch wieder viel zu lang. Also es ist schwierig hier durchzukommen, weil die halt trotzdem nur in der Defensive stehen und das trotz der roten Karte noch immer dann auch in Überzahl. Also in der Defensive sind sie immer zu 4 zu 5 und das ist für unsere Offensive halt schwierig. Ah, jetzt kommt City, gut gespielt, Tor. Boah, Mann, ich würde... Scheiße, Alter. Mann, wir machen es so gut. Naja, ich meine, im Endeffekt, die Hoffnung ist ja schon lang gestorben, aber trotzdem, das Team hätte so viel mehr verdient. Ein einziger Pass und die ganze Mannschaft ist ausgehebelt. Ja, und das war's. Das ist der K.O. jetzt auch von mir. Ich hatte so Bock auf dieses Spiel, aber jetzt war's das hier. Also jetzt wird nicht mehr viel gehen, da bin ich fest davon überzeugt. Außer Greenwood vielleicht jetzt mal noch mit einer Chance gegen Ederson. Greenwood Tor, 58. Naja, okay, egal. Wir machen einfach weiter. Komm schon. Wir haben übrigens nochmal gewechselt, Rashica und Daka. Einfach weiter Fußball spielen, völlig egal, wie es hier ausgeht. Es ist jetzt schon ein Torfestival, es ist ein Spektakel. Es ist natürlich trotzdem auch der verdiente Sieg für City hier, das Weiterkommen Richtung Viertelfinale. Aber trotzdem irgendwie ganz cool zu sehen, dass sich das Team nicht komplett aufgibt. Jetzt sind wir vorne, das ist Daka, das ist die nächste Chance, das ist aber Ederson. Es ist jetzt ein Spiel, das sich immer mehr neutralisiert. Ja, unsere sind hauptsächlich natürlich auch ausgepowert, da geht nicht ganz so viel. City hat immer mal wieder ein paar Böcke mit drin, aber trotzdem auch die Räume nach vorne, weil wir halt noch immer brutal offensiv stehen. Im
Endeffekt, es ist eine außergewöhnliche Ausgangslage gewesen für uns. Wir nehmen das Ganze aber an und das ist wirklich das absolut Positive hier raus. Und das macht Spaß und das freut mich auch einfach für das Team, dass man hier sich nicht komplett abschießen lässt, zumindest abgesehen vom Hinspiel. Und jetzt haben wir vorne Mason Greenwood, der hat noch immer ein bisschen mehr Tempo als Hermoso auf der anderen Seite. Mason Greenwood vielleicht noch mit der Hereingabe, Ball aber abgefälscht. Und so ist es Ederson. Also ein Sieg bei City hätte dem Team, glaube ich, noch viel, viel mehr gut getan. Aktuell aber ist es so, dass beide Mannschaften wirklich stehend K.O. sind. Wir probieren es trotzdem irgendwie noch immer wieder, aber auch der Pass hier ist natürlich nicht unbedingt sinnbildlich dafür. Es ist ein kämpferisches Spiel, es ist kein schlechtes Spiel von uns. Ganz im Gegenteil, es hat wirklich Spaß gemacht, hier Teil davon zu sein aus dieser Partie. Jetzt haben wir vielleicht Daka und der hat jetzt ein bisschen mehr Tempo. Daka, das wär's doch, Daka, das ist kein Foul, sagt der Schiedsrichter. 90. Minute. Okay, egal. 2-2. Dabei soll es mindestens aber bitte bleiben. Hier haben wir nochmal Rashica, nochmal die Idee für die Mitte. Demirbay aber verliert den Zweikampf und damit City jetzt vorne mit Richarlison. Das wird vermutlich die letzte Situation bleiben. Es ist ein 2-2. Es ist ein verdientes 2-2. Auch ein Sieg wäre hier durchaus verdient gewesen. Wir scheiden aber aus der Champions League aus. Deutlich in der Gesamtwertung mit 6-2 gegen Manchester City. Das Hinspiel als Ausrutscher, als komplettes Ende diesem großen Traum. Und jetzt ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, wir machen das jetzt so, dass man halt eigentlich die letzten 5 Spiele zu Ende bringen kann, ja? Also das ist das große Saisonfinale, würde ich dann auch schon fast behaupten, gegen City Endstation. Wir simulieren jetzt hier alles, bis auf das letzte Spiel gegen Gladbach. Da gehen wir noch rein. Das ist der Plan jetzt aus dieser Episode. Gehen wir also nach Sinsheim. Das Team ist jetzt so, wie es zuvor eigentlich in Bestbesetzung stand, in dem 4-0 gegen City. Wir gewinnen das mit 2-0. Greenwood, Foden und damit heißt es, Bayern gewinnt gegen Hertha, Leipzig gewinnt gegen Augsburg, auch der BVB gewinnt, vermutlich auch Leverkusen. Also es bleibt alles unfassbar eng da oben. Weiter geht's gegen den HSV, das Team eigentlich jetzt in der B11 hier, aber trotzdem natürlich individuell unfassbare Klasse. Der HSV hat zuletzt im Derby gegen Bremen 0-0 gespielt. Gegen uns holen sie eine Niederlage. Ich wollte gerade sagen, holen sie einen Punkt, weil ich das 1, also die 1 beim HSV gesehen habe, aber 5 Tore bei uns. Es ist Greenwood, es ist Jojo Eggestein mit seinem ersten Tor, glaube ich, für uns und es ist Silas mit einem Dreierpack und damit gehen wir weiter das Tempo oben vor. Es sind jetzt nur noch 3 Spiele in der Liga. Wir blicken mal immer wieder auf die Tabelle rüber. Aktuell 3 Punkte Vorsprung auf den großen FC Bayern München, also wir müssten jetzt hier mindestens einen Punkt holen, um das Ganze selber in der Hand zu haben. Es ist aber ein Sieg, es ist ein 3-1. Eggestein, Foden, Rashica und Touré auf seitens der Frankfurter. Florian Neuhaus sieht gelb-rot. Eggestein war auch hier im zentralen Mittelfeld in der Startformation, dem geschuldet, dass Corin Tortolisso verletzungsbedingt noch immer fehlt. Der FC Bayern München geht noch immer mit. Es sind noch 2 Spiele und 3 Punkte Rückstand. Jetzt also das Derby. Erstmal gegen den ersten FC Köln und dann das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und leider gleichzeitig auch die Erkenntnis aus der Jugend, dass da wirklich nichts Nennenswertes dabei rausgekommen ist. Das Training habe ich auch dieses Jahr etwas vernachlässigt, lag ganz einfach daran, dass ich vollen Fokus auf die Mannschaft haben wollte, auf die ganzen Wettbewerbe und halt eigentlich auf ein Team, das sich mittlerweile schon auch die Meisterschaft verdient hätte. Wir gehen in der B11 wieder rein. Eggestein ist derjenige, der aktuell immer spielt, weil er entweder in der B11 gesetzt ist oder in der A11, weil den verletzungsbedingten Corin Tortolisso ersetzt. Gegen Köln mindestens ein Punkt und wir haben das Ganze am letzten Spieltag selbst in der Hand. Und damit heißt es hier ein 4-0, Doppelpack Fatih, Demirbay und wieder Mason Greenwood. Der FC wird daheim bei uns natürlich, doch daheim, aus dem Stadion geschossen. Und im Endeffekt ist es so, dass der FC Bayern München jetzt 6 Punkte Rückstand hat. Wir simulieren mal nach vorne. Gehen sie die 3 Punkte mit, sie gehen's mit. Und von daher ist es noch lange nicht die Vorentscheidung, denn verlieren wir das letzte Spiel gegen Gladbach bei einem gleichzeitigen Sieg des FC Bayern München, sind die vermutlich aufgrund der Tordifferenz vor uns und gewinnen dann unfassbar glücklich in einem Mega-Showdown vermutlich noch die Meisterschaft. Natürlich auch nur, wenn wir überhaupt erst verlieren. Mittlerweile aber durch die hohen Ergebnisse aus den letzten paar Episoden haben wir hier tatsächlich jetzt Platz 1 mit einer besseren Tordifferenz als der FC Bayern München. Zudem spielen die in Leverkusen. Was für ein Showdown zum Ende hin. Die 3 Teams vorne, es hat sich rauskristallisiert. Es ist Düsseldorf, Bayern, Leverkusen. Und jetzt heißt es für uns eigentlich einfach nur noch nach Hause fahren. Nach Hause fahren mit dem Team in Bestbesetzung, abgesehen von Corin Tortolisso. Und nochmal die Atmosphäre mitnehmen. Das Ganze natürlich im Borussia-Park und danach hoffentlich die Schale entgegennehmen. Das wäre der Traum, der letztes Jahr so unfassbar bitter geplatzt ist, der jetzt Realität werden könnte. Von daher jetzt alles reinwerfen. Düsseldorf in Rot, Gladbach in Weiß und wir wissen alle, wie das genau vor einem Jahr jetzt hier war. Der letzte Spieltag war eigentlich entscheidend für uns. Wir standen auf Platz 1, wir durften eigentlich nur nicht verlieren. Und wir haben verloren und haben es im Endeffekt komplett aus der Hand gegeben. Ne, wir haben unentschieden gespielt. Hier die erste Möglichkeit, aber durch. Daka, Tor! 3. Minute, Tor in Gladbach!
Und so schnell kann es gehen. Es ist Pazzo Daka mit der frühen Führung für uns. Und Gleis auch, man müsste verlieren, wenn man hier nicht mehr Meister werden soll. Es ist eine pure Euphorie, es ist eine pure Motivation. Und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Auch das gegen City, das hat uns natürlich hier komplett weitergebracht. Die Erfahrung nochmal mehr mitgegeben. Es hat Laune gemacht. Es war hier ein Handspiel, glaube ich, von Daka. Genau so ist es. 5 Minuten sind gespielt. Es waren sogar nur 3. Und wir führen mit 1:0 im Borussia-Park und geben das Tempo vor. Genau so soll es sein. Ich will hier ein Schützenfest jetzt feiern. Ganz kurze Information für euch. Parallel kam gerade eben vor ein paar Sekunden die Nachricht rein. Bayern führt in Leverkusen. Joshua Kimmich, 7. Spielminute. Also auch hier ist es so, dass Bayern natürlich parallel hier irgendwie noch Druck machen will. Und Leverkusen ist so, ja, die sind vermutlich raus. Da ging ja eh nichts mehr in Sachen Meisterschaft. Gladbach kommt. Gladbach, komm nochmal in die Mitte. Warum macht er den nicht selber? Nochmal Gladbach-Tor. 24. Minute, wir werden doch hoffentlich nicht alles wieder am letzten Spieltag aus der Hand geben. Egal, noch ist der Druck nicht da. Ja, wobei, der Druck ist von Anfang an da. Stockfehler hier, das darf nicht passieren. Florian Neuhaus, er muss dann auch wieder ran. Und dann grätscht er hier einfach am Ball vorbei. Gladbach kommt, Gladbach, das machen wir denen zu einfach. Aber Manuel Akanji, also was der in letzter Zeit abspult, das ist wirklich unfassbar. Rashica mit ganz viel Glück, dann gibt er die Kugel trotzdem wieder her. Jetzt haben wir es hier, Florian Neuhaus, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ein komisches Spiel, parallel führt Schalke in Dortmund, auch das Revierderby also, ist hier am letzten Spieltag gestartet und nimmt langsam Gestalt an, beziehungsweise Form an. Hier haben wir Phil Foden, hier haben wir eine gute Idee, Eggestein und dann im letzten Moment noch geklärt. 30. Minute, Abstoß also von Kofi und damit heißt es 1:1 in Gladbach. Wenn das jetzt eine Konferenzschaltung wäre, würde ich sagen, rüber nach Leverkusen. Sind wir aber nicht. Es ist keine Konferenz, es ist ein Einzelspiel, in dem wir uns hier eigentlich aktuell mal noch weiter absetzen müssen. Denn 1:1 wirkt natürlich zu jeder Zeit die Gefahr, dass es hier noch immer spannend werden kann. Manuel Akanji auch wieder wichtiges Tackling, der gefällt mir so unfassbar gut. Und wenn wir hier in die nächste Saison gehen, dann auch wieder mit neuen Transfers. Wieder Gladbach, die jetzt immer besser werden. 39. Minute. Auch der FC Bayern wird wahrscheinlich denen gesagt haben, hey, gebt bitte Vollgas. Macht es für uns, Gladbach, nächste Chance. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Wir müssen unfassbar aufpassen. 40. Minute. Die Nervosität ist langsam aber sicher auch zu spüren. Und ihr kennt alle die legendären Konferenzen von der Sportschau, von was auch immer, wenn es am letzten Spieltag noch um alles geht. Egal ob die Meisterschaft oder der Abstiegskampf. Das ist richtig gut. Das ist Mason Greenwood. Das ist die Idee. Und die schlechte Ausführung leider. Gladbach auch wieder dazwischen. Vorne haben wir die Kugel noch immer. Mason Greenwood ist im 16er. Und dann wird er eigentlich hier per Foul gestoppt, auch wenn es natürlich nicht die Intention war, vom gegnerischen Spieler hier zu foulen. Trotzdem war es halt gleichzeitig irgendwie eine Behinderung. Och Gottes Willen, es ist ein ganz komisches Spiel. Mit dem Ergebnis aber werden wir durch, von daher ruhig, ganz, ganz ruhig bleiben jetzt bitte. Die Momentaufnahme zeigt nämlich 1:0 noch immer für den FC Bayern München in Leverkusen. Und streng genommen ist es so, dass sie dann das eine Plus-Tor haben. Wenn wir verlieren das eine Minus, dann wäre es trotzdem so unglaublich eng. Joshua Wagnermann jetzt nach vorne, am besten aber wir geben es nicht aus der Hand. Jetzt haben wir Daka, der hat Tempo, und dann im letzten Moment geklärt. Es gibt aber Einwurf für uns, 49. Minute, wow. Wow, die Spannung steigt, was natürlich auch episch wäre, wenn wir verlieren und Bayern nur unentschieden spielt, was ja passieren kann, denn auch Leverkusen hat natürlich unfassbare Qualität. Dieser Pass von Agu war schlecht, Agu vorne dann mit dem Ballverlust, macht es hinten aber wieder gut und wird dann auch auf die Reise geschickt, kriegt die Kugel, hat sie noch immer, Phil Foden, dann haben wir Daka, dann haben wir Eggestein und der soll es doch einfach mal probieren. Er prüft Kofi, es gibt Eckball, 54. Minute und da es ja gegen City so gut geklappt hat mit einem direkten Eckballtor, probieren wir es hier nochmal. Ja, wir tasten uns so langsam ran. Elvedi hat ja gegen City erst an den Pfosten geschossen und an dem zweiten Anlauf war es Agu, der da das Ding über die Linie gedrückt hat. Aber so einen einzigen direkten Kopfball haben wir ja noch nie getroffen nach einer Ecke. Wenn man einfach mal wieder den Cheat aktiviert und Daka auf die Reise schickt, dann ist es eigentlich nicht mehr einzuholen. Aber in dem Fall hat es dann doch funktioniert. Ich weiß gar nicht, wer das war, ob Schrobel oder irgendeinen anderen. Auf jeden Fall der Mann mit der Nummer 5 holt Daka komischerweise nochmal ein. Und der Ball geht in die andere Richtung. Hier haben wir Plea, hier haben wir die Flanke, hier haben wir das Ding aber dann auch geklärt. Und haben es auch gleichzeitig wieder gut nach vorne gespielt. So kann das hier funktionieren und so ist es ein unfassbar spannendes Spiel. Gladbach aber wieder dazwischen, ein Hin und Her. Hier haben wir Alessandro Plea, dann haben wir Thilo Kehrer. Der muss auch irgendwie in den Zweikampf. Kehrer ist da. Ball geklärt. Durchschnaufen oder auch nicht, denn es geht weiter über Paulsen. Hier kommt zu spät Flo Neuhaus. Ich krieg keinen Mann und dann ist es Alban Lafor. Ah, Gladbach jetzt mal in den Konter gefahren. Phil Foden, Leo Mama, Milot, Rashica, Tor in Gladbach. 73. Spielminute und das muss es sein. Das muss das so wichtige Tor sein.
im Kampf um die Meisterschaft, um also diese Schale, die wir uns verdient haben. Gut gespielt, guter Konter, nicht mal wirklich platziert für Kofi, aber trotzdem keine Chance. 17. Saisontor für Milot Rashica, Minute 73, und das muss die Entscheidung sein. Vermutlich auch jetzt in Leverkusen, irgendwann auf der Anzeigetafel, hey, Tor in Gladbach, Düsseldorf führt hier mit 2:1. Der FC Bayern München muss jetzt natürlich einsehen, dass sie die Meisterschaft eigentlich nicht mehr holen können. Oh Gott, Gladbach! Und nochmal! Auf der Linie geklärt, zweimal bei Alban davor eigentlich schon geschlagen, die Kugel nochmal raus. Hier haben wir jetzt Johannes Eggestein, der setzt sich zum ersten durch, hat die Kugel noch immer, verliert dann das Laufduell und dann haben wir Paulsen. Gladbach probiert noch was, die geben noch nicht auf und kommen nochmal, Akanji muss ran, Alban davor ist dazwischen. Wir sehen oben wieder mal nur 39% Ballbesitz für uns. 3 Minuten vor Ende der Partie ist die Führung aber trotzdem nicht mal unverdient, denn das, was wir aus dem wenigen Ballbesitz machen, das ist gut und das macht sich auch positiv auf der Anzeigetafel bemerkbar. Ball geklärt, vielleicht nochmal Gladbach, nochmal abgefälscht. Johannes Eggestein wirft sich mit allem rein, was er hat. Wir versuchen es irgendwie zu klären. Hier haben wir Paulsen, das ist gut gespielt. Die Flanke kommt, Lafort ist da. Und dann nochmal nach vorne, Eggestein, Phil Foden, nein. Die Kugel ist noch immer bei Gladbach, komm schon. Aber das dürfen wir nicht mehr hergeben, es ist abseits. Und das muss es gewesen sein jetzt. Wir spielen hinten rum und wir feiern einen Sieg zum Abschluss der Bundesliga-Saison. Und die Freude ist mir ins Gesicht geschrieben. Wir gewinnen in Gladbach und bleiben dabei. Ja, die Hände überm Kopf, wir können es selber nicht fassen. Die Jubelszenen sind da. Und ich kann mich noch daran erinnern, genau auf den Tag ungefähr vor einem Jahr war das Ganze genauso. Bloß etwas umgekehrt, würde ich behaupten. 180 Grad, da war eigentlich alles so geplant, wie es jetzt vonstatten geht. Und dann geben wir das Ganze am letzten Spieltag her, nach 2 verschossenen Elfmetern. Das war so, so bitter, aber hier entscheiden wir das Ganze und lassen uns also hier feiern. Und das völlig zu Recht, weil wir eine unfassbare Saison gespielt haben. Den FC Bayern München erstmal wieder vom Platz 1 runtergeholt haben, zuvor Leverkusen. Und hier ist die Schale, die jetzt endlich nach Düsseldorf geht. Hier kommt auch Alban Lafort, der eine ganz, ganz wichtige Rolle auch eingenommen hat in dieser Saison. Unfassbar viel pariert, egal ob in der Bundesliga, DFB-Pokal oder auch Champions League. Und nächstes Jahr soll das Ganze noch gekrönt werden. Egal ob Meisterschaft oder nicht, da werden wir das Ganze ad acta legen. Hier ist die Schale und diese ist jetzt in der Luft. Thilo Kehrer ist der Kapitän, weil er sich irgendwie auch verdient hat. Zum Ende hin nicht mehr die beste Leistung gezeigt, aber zwischenzeitlich absolut brutales Standing. Und das war so, so wichtig. Fortuna Düsseldorf gewinnt die deutsche Meisterschaft. Und das haben wir uns erarbeitet. Ich glaube mittlerweile jetzt in der 4. oder 5. Saison. Wobei ich glaube, wir gehen jetzt in die 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall die Jubelszene im Hintergrund. Ich habe ja irgendwie gesagt, dass es verdient war. Warum auch immer plötzlich hier so viel Ballbesitz war. Keine Ahnung. Zwischenzeitlich hatten wir zum Ende der Saison zum Ende dieses Spiels 39%. Hier jetzt komischerweise 49. Weiß ich nicht. Wir haben 2 Schüsse aufs Tor. Die waren beide drin. Und Gladbach hatte 8. Also wir hatten Dusel völlig egal. Wir haben das Ding gewonnen. Bayern hat in Leverkusen gewonnen. Von daher war ein Punkt mindestens Pflicht. Und wir haben das Ganze geschafft. Wir gewinnen die deutsche Meisterschaft. Und das Ganze zu realisieren, das wird vermutlich noch ein bisschen brauchen. Wir gehen aber jetzt hier natürlich ins Interview rein, das wir uns verdient haben. Und wir blicken direkt drauf. Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja, Ihr Kommentar. Mein Dank für die Meisterschaft gilt der Mannschaft. Absolut. Das hat sie sich verdient. Neuhaus ist aktuell richtig gut drauf. Er hat alle Lobeshymnen verdient. Hat er auch. Hat er gut gemacht. Und dann haben wir hier 29 Spiele in Folge ohne Niederlage tatsächlich. Da kommt noch einiges. Ja, das Ganze in der nächsten Saison. Blicken wir auf die Abschlusstabelle. Wir haben tatsächlich nur 3 Niederlagen. Die haben man ja ziemlich früh geholt. In der Simulation meine ich mal gegen Köln verloren. Oder war das Köln? Frankfurt? Irgendwie sowas war ja zu Beginn. Auf jeden Fall 29 Spiele in Folge ohne Niederlage. Das hört sich gut an. Zumindest halt in der Bundesliga. DFB-Pokal ja gegen Bayern verloren. Dann haben wir geguckt, dass man in der Champions League nochmal zurückkommt. Aber das hat nicht funktioniert. Das ist die Abschlusstabelle. Mit uns in die Champions League nächstes Jahr geht Bayern, Leverkusen und Leipzig. Dortmund, Wolfsburg international nach Europa und abgestiegen ist Hamburg, Stuttgart und der FC Augsburg muss in die Relegation. Das DFB-Pokalfinale steigt für die Berliner Hertha daheim im Olympiastadion gegen den FC Bayern München. Auch hier wünschen wir natürlich der Berliner Hertha ganz, ganz viel Glück, denn das wäre auf jeden Fall mega nice, wenn die das Ganze rocken würden. In der Champions League sollte die Finalpaarung auch schon stehen. Chelsea gegen Paris Saint-Germain und wir gucken noch auf die UEFA Europa League. Da im Finale stehen folgende Teams, United und Arsenal. Also die englischen Teams, die dominieren das Ganze.
Ganze. Und was mich jetzt mal noch interessieren würde, gegen City ja ausgeschieden. Die sind zuvor im Achtelfinale weitergekommen gegen Napoli. Und dann haben sie hier gegen uns gewonnen, im Halbfinale verloren im Elfmeterschießen gegen Paris. Gucken wir auf die Top-Torjägerliste und da sind wir direkt drauf. Milot Rashica haben wir ja gerade schon im Spiel gesehen. 17 Tore aus 30 Spielen. Der ist mit dabei. Daka hat 15 Mal getroffen. Wir haben hier unten vielleicht auch noch einen oder auch nicht. Also das war's, was die Top-Torjäger betrifft. Phil Foden, 10 Vorlagen in 25 Spielen. Der hat nicht immer gespielt. Wenn er immer gespielt hätte, wäre er vermutlich ganz oben zu finden. Wir sehen auch noch Rashica mit 8. Tore ohne Gegentor. Ah ja, alles klar. So viel auf jeden Fall mal dazu. Spiele ohne Gegentor. Alban Lafont 15 auf Platz 1 ist Gulaschi mit 0. Mit 0. Boah, es reicht jetzt. Ich muss jetzt kurz ausflippen. Ja. Ganz ehrlich, die Luft ist raus. Die Luft aus der Düsseldorf-Karriere ist raus. Also nicht irgendwie, was die Motivation betrifft, schon auch. Und deshalb wird es morgen wahrscheinlich keine neue Folge geben. Ich werde irgendwie jetzt gucken, dass man das Ganze noch bis zum Samstag oder so fertig bekommt, dass ein paar größere Folgen kommen. Ja, weil wirklich, es ist wirklich so, es sind jetzt mittlerweile 3, 4 Saisons. Ich bin kaputt, ich bin am Arsch, vor allem ein ganzer Monat hier Düsseldorf. Naja, egal, wir haben die Meisterschaft gewonnen und wir lassen uns davon nicht irgendwie unterbekommen. Wir gucken nochmal auf die ganzen Ergebnisse hier. Da sind wir 16. geworden, weiß ich schon gar nicht mehr. Ach doch, Relegation gegen Hannover, glaube ich dann. Dann haben wir hier Platz 5 erreicht, dann haben wir da letztes Jahr Platz 2 erreicht und haben jetzt Platz 1 erreicht. Genau, also wir gehen nächstes Jahr tatsächlich in die 5. Saison mit Düsseldorf. Für euren Support bis hierhin möchte ich euch danken. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir gucken, die Tage geht es irgendwann wieder weiter mit Düsseldorf. Aber ich brauche erstmal eine kleine Pause. Es ist so unfassbar viel passiert. Von daher hoffe ich, ihr nehmt mir das Ganze nicht allzu übel. Wir sehen uns dann also die Tage irgendwann mit einer neuen Folge. Vielleicht sogar auch einer einzigen XXL-Folge, die das komplette Saisonfinale dann in der 5. Saison mit sich bringt. Wir gucken einfach mal. Danke auf jeden Fall für eure Liebe. Danke auch für den ganzen Support. Ich kann mich nur wiederholen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.